Hallo ihr Lieben, ja, ich habe heute mal wieder ein Aufgebraucht-Video für euch und ich habe jetzt echt einiges wieder angesammelt und habe alles mal in so eine Tüte gepackt und ja, werde euch mal zeigen, was ich momentan so verwendet habe und werde euch erzählen, ob ich es gut fand oder auch nicht und fange jetzt mal an mit meinem Nivea Creme Peeling und zwar ist es dieses hier, das ist für zum Duschen gedacht und ich finde es richtig klasse. Ich habe es mir auch schon nachgekauft, weil ich es echt gerne mag. Es hat so einen angenehmen, ja, frischen Duft, würde ich sagen, und ist einfach total super für die Haut. Also es macht ein schönes Peel-Ergebnis und finde ich jetzt aber nicht total strapazierend für die Haut. Also die Haut ist danach schön weich und geglättet und aber auch so gepflegt irgendwie. Und das finde ich sehr gut an dem Produkt. Deswegen würde ich es jetzt auch weiterempfehlen und wieder kaufen und habe ich auch, wie gesagt, das finde ich echt klasse. Dann habe ich von Balea, das sieht auch schon echt schlimm aus. Ja, unser Wasser ist sehr kalkhaltig. Ich habe mir dieses Tote Meer Salzpeeling leer gemacht. Und ja, ist jetzt ratzeputze Also ausgeleert. das Fand ich total genial. Dann werde ich auf alle Fälle nachkaufen. Habe ich noch nicht, aber muss noch, weil ich das echt gut finde. Aber ich habe momentan so viele Peelings, deswegen werde ich jetzt erstmal die aufbrauchen und dann werde ich mir das auf alle Fälle wiederholen. Ich finde den Geruch so angenehm frisch, ja, so leicht irgendwie. Und das ist so ein richtiges Ölsalzpeeling. Also bei rasierter Haut tut das weh, weil es ist Salz drin. Klingt logisch, ist auch so. Und ja. Aber ansonsten macht es auch ein total schönes Ergebnis und da kann man sich danach echt dann jegliche Pflege sparen, weil das ölt die Haut richtig schön ein und deswegen, das reicht dann, braucht man keinen Bodylotion oder ähnliches Zeug mehr. Und zum Thema Bodylotion, boah, die Sachen sind alle voll eingestaubt. Wir haben dann immer noch Bau bei uns und das Haus ist immer so ein bisschen eingestaubt. Dementsprechend auch Sachen, die länger rumliegen, wie zum Beispiel leere Packungen. Katastrophe. Ja. Das habe ich auch leer gemacht und habe es mir auch nachgekauft. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das noch dasselbe ist. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen anders aus, das neue. Aber ich habe mir das auf alle Fälle in Mango nachgekauft für ganz trockene Haut, weil ich habe sehr trockene Haut. Vor allem an den Beinen habe ich immer richtig trockene Haut und deswegen ja, mag ich das sehr, sehr, sehr gerne. Von Garnier, die Body Lotion, kann ich echt auch empfehlen. Nachkaufprodukt. Dann, wer mein letztes Video gesehen hat, oder mein vorletztes, glaube ich, weiß, dass ich es nicht mehr nachkaufen werde. Und zwar habe ich den eben leer gemacht, diesen Augen-Make-up-Entferner. Und habe ihn mir auch nachgekauft und werde ihn aber nicht mehr leer machen, weil ich auf einen Schlag plötzlich immer wieder Augenentzündungen bekommen habe. So um die Augen rum, so kleine Schwellungen und Augenlid war plötzlich total trocken und gereizt. Und ja, ich hatte immer nach dem Abschminken dann immer richtig knallrote Augenlider und ja, es war jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Packung. Also es hat ein bisschen gedauert, bis diese, ja, Nebenwirkungen aufgetreten sind. Aber seitdem ich den von Garnier wieder hernehme, ist das Problem irgendwie wieder weg. Und deswegen hat das Ding bei mir nicht funktioniert. Also wenn ihr damit klarkommt, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Von der Wirkung her mochte ich ihn sehr, sehr gerne, aber meine Augen mögen ihn wohl nicht. Und deswegen kein Nachkaufprodukt mehr. Den werde ich jetzt verschenken. Dann habe ich aufgebraucht, mal ganz was anderes. Und zwar von... Ah, Donna. Habt ihr das jetzt gehört? Ja, momentan sind bei uns extreme Gewitter. Ist auch so ein übles Wetter heute. Kalt. Ja, also von AOSEP heißt es. Das ist auch echt was richtig Cooles für Kontaktlinsenträger unter euch. Das ist ja sowas zum Einlegen für die Kontaktlinsen, das einem das Pflegen erspart. Das heißt, ich habe halt früher die ganz normalen Lösungen gehabt, wo man dann in zwei so kleinen Dingern das drin hat und dann in der Früh oder am Abend muss man die immer dann reinigen mit den Fingern, dann auf der Handfläche die Linsen reinigen. Und hier ist eben das Ganze, erspart man sich einfach. Das ist im Endeffekt so eine Lösung, die in so einem Fläschchen daherkommt, da wo dann unten drin so eine Metallspirale ist und da blubbert es dann so richtig schön und es reinigt die Linsen. Kostet bei Fielmann, ich glaube, jetzt muss ich gerade ganz blöd überlegen, ich kaufe mal 4 Stück auf einmal und zahle, ich glaube, um die 40 Euro. Also es ist schon 10 Euro pro Stück, ist echt ein Hammer, aber da hält man auch ein halbes Jahr mit den 4 Packungen. Und ich habe das Gefühl, meine Augen vertragen es gut. Jetzt fängt es auch noch das Hageln an, jetzt reicht es mir dann. Boah. Also wenn es jetzt im Hintergrund laut wird, ich kann nichts dafür. Das Wetter momentan ist wie im April. Hilfe. Naja, egal. Ich drehe jetzt weiter, weil sonst wird es dunkel auch noch und dann war es mit dem Filmen heute. Und ich will es jetzt noch zeigen. Ja, genau. Also das ist eine richtig coole Sache. Wenn ihr euch das leisten wollt, dann ist es voll genial. Und bei Fielmann finde ich es am günstigsten. Im Internet gibt es es auch, aber da zahlt man Versand. Und wenn man bei Fielmann ja hingeht,
mit dem Angebot aus dem Internet, wenn man was ganz Günstiges gefunden hat und dann damit zu Fielmann geht, dann vergleichen die den Preis und wenn sie teurer sind, also Fielmann, dann gehen sie 10% unter dem Preis aus dem Internet. Und das finde ich richtig cool. Also so ein Tipp für euch. Egal, ob es um Brillen geht, ob es um Pflegemittel geht, Kontaktlinsen geht, Fielmann geht immer 10% unter dem Preis aus dem Internet. Und das ist ein richtig cooles Angebot. Deswegen leiste ich mir das dann auch immer bei Fielmann. Genau, das ist auch eine der vielen Packungen, die ich leer gemacht habe. Nur so als Demonstration. Dann hier jetzt eben das Produkt, das ich jetzt wieder hernehme. Und zwar ist es jetzt der von Garnier, der Augen-Make-up-Entferner. Und der ist auch ausgeleert. Das ist eben die letzte Packung sozusagen gewesen. Ich habe ihn jetzt eben nachgekauft und bin jetzt da wieder angekommen, weil der einfach der beste ist. Also der ist einfach zu meinen Augenlidern sehr mild. Das ist auch extra für sensible Augen. Scheinbar habe ich sensible Augen, wusste ich nicht, jetzt weiß ich es. Genau, und damit komme ich wahnsinnig gut klar. Der löst vielleicht die wasserfeste Mascara nicht so angenehm wie der andere, muss ich gestehen. Da fand ich den anderen echt richtig gut, vor allem wasserfeste Mascara. Aber gut, wenn es meine Augen angreift, bringt es alles nichts. Deswegen ein bisschen länger damit rubbeln, vorsichtig natürlich, und dann geht es auch weg. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht zu sehr. Es tut mir jetzt echt leid. Boah, es kommt gerade alles runter. Wenn man das sehen könnte hier. Ich kann es euch ganz kurz mal mit meinem Handy filmen und euch dann sozusagen einführen. Moin sozusagen, hallo Kamera. Und hier haut es mir gerade alles gegen die Scheibe. Ja, wenigstens hagelt es nicht mehr. Es sind nur noch Regentropfen. Toll, oder? Wahnsinn. Ja, zurück zum Thema. Weiter geht's mit der Everidge Nährpflegesystem ohne Sulfate. Das war die Spülung und dazu habe ich natürlich auch noch das Shampoo, beides jetzt ganz brav leer gemacht. Ich bin momentan, Entschuldigung, das Wetter irritiert mich ein bisschen. Ich bin momentan ganz fest am Aufbrauchen, deswegen kaufe ich gerade so bestimmte Produkte nicht, weil ich sie in tausendfacher Version zu Hause habe und die erstmal leer machen muss und deswegen kommen jetzt bestimmt auch mal alte Produkte dann in den Aufgebraucht-Videos, die ich jetzt endlich aufbrauche. Ich bin ganz stolz auf mich, weil jetzt ein bisschen Geld sparen angesagt ist und ich finde, da kann man am allerersten anfangen. Wenn man alles daheim hat, muss man es nicht unbedingt neu kaufen. Ha. Deswegen, die sind jetzt auf alle Fälle leer. Die sind echt super, die würde ich mir auch nachkaufen, finde aber die grünen auch genial. Die heißen irgendwie anders. Herr Expertise, glaube ich, heißen die oder so ähnlich. Grüne Verpackung, auch von L'Oreal und sind auch voll genährt. Also die finde ich alle super. Würde ich empfehlen. Sind echt teuer, glaube 6 Stück für so ein Teil, aber das hält auch echt gut lang und von daher völlig in Ordnung. Dann habe ich leer gemacht meinen Sacrotan Seifenspender, den mag ich richtig gern. Habe ich mir auch nachgekauft. Das ist mit Manuka-Honig und Chia-Butter für Feuchtigkeitspflege und Bakterientötung und das finde ich sehr gut bei der Krankheitsphase, wenn man krank ist und da desinfiziert man sich natürlich die Hände und pflegt sie gleichzeitig, weil ich immer so ganz fiese, rissige Stellen an den Händen habe. Seit ich den jetzt hernehme, ist es ein bisschen besser geworden, also vor allem an den Handrücken geht es gerade richtig gut. Mal gucken, wenn der Winter kommt. Hier an den Daumen, Innenseiten habe ich so echt fiese Probleme, da ist es leider noch nicht ganz weg, aber es ist auf alle Fälle besser. Also deswegen pflegt echt gut und deswegen werde ich mir den öfters nachkaufen. Wäre schön, wenn es da mal einen neuen Duft gäbe. Es gibt leider nur den einen, glaube ich. Dann habe ich mir leer gemacht die Pro Schmelz Zahnpasta. Die habe ich euch auch in einem Haul mal gezeigt, weil ich jetzt so Zahnschmerzen immer wieder habe, hier an den Zahnhälsen. Die hat gut geholfen, schmeckt aber echt ätzend. Also ich mochte den Geschmack gar nicht. Riecht total angenehm, wird man echt nicht meinen. Aber schmeckt total süßlich irgendwie und das hat mich so gestört. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie Süßstoff in meiner Zahnpasta. Sehr seltsam. Deswegen jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich mir jetzt wegen dem Geschmack kaufen würde. Ich habe jetzt momentan die von Dolodent von DM, dieser Eigenmarke. Und ja, die ist jetzt nicht schlecht, aber hat halt eben diesen Wirkstoff nicht gegen diesen Zahnschmerz. Und ach, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen, dann gerne her damit bei Zahnhalsschmerzen. Ja, dieses definitiv nicht. Ja, dann haben wir noch auch ein Leergemacht-Produkt. Ich bin eben, wie gesagt, sehr fleißig momentan. Diese Garnier Body Lotion. Die fand ich echt super. Hab mir auch schon. Das war schon, ne? Nicht Angst haben, dass ich hier irgendwie Hulk bin oder so.
Hat echt gut gerochen, riecht immer noch gut. Aber die von Balea fand ich irgendwie von der Konsistenz her angenehmer. Die riecht total gut und die hat auch schön gepflegt. Aber das Einschmieren fand ich bei der ein bisschen schwierig, weil die so fest ist. Die ist ein bisschen so Shea Butter mäßig. Und das eben aus dieser Tube beim Duschen ist ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde sie wieder kaufen aufgrund der Pflege. Und ich glaube, im Winter finde ich den Geruch total angenehm. Ich bin ja so ein Jahreszeitenmensch bei Gerüchen. Und deswegen, also das Wetter, Entschuldigung, ich drift ständig ab. Und deswegen finde ich das, glaube ich, im Winter ganz cool. Das riecht so nach Vanille und so. Also sehr, sehr angenehm. Finde ich gut. Dann habe ich leer gemacht, das ist, glaube ich, auch eins der alten Produkte von John Frieda für braune Haare, diese Pflege, Spülung, Conditioner, genau. Das ist ein Produkt, das hatte ich gekauft, habe es dann nicht aufgebraucht und habe es dann jetzt sozusagen aufgebraucht im Nachhinein. Obwohl ich schon andere Produkte dazwischen hatte, habe es jetzt leer gemacht und würde es aber nicht mehr nachkaufen, glaube ich. Finde es nicht schlecht, aber pflegt mir irgendwie zu wenig. Naja, also auf jeden Fall ist es jetzt leer. So, dann kommen wir schon zu den letzten beiden Produkten. Einmal habe ich mir meinen P2 Impressive Gel-Kajal leer gemacht. Das ist einer zum Rausschrauben. Und wie man hört, it is finito. Da ist nichts mehr drin. Ja, den finde ich richtig gut. Habe ich mir jetzt eben nachgekauft, wie gesagt. Und finde ich echt genial, weil der richtig tiefschwarz ist. Den verwende ich immer so als zweite Schicht irgendwie über einen anderen drüber, weil ich ganz gern so Fineliner, also so Filzspitzen, zum Ziehen mag, weil ich da richtig schöne Striche hinbekomme und den nehme ich immer her, um das Ganze nochmal rauchiger zu machen. Und das finde ich ist eine richtig coole Kombination und deswegen habe ich mir noch nachgekauft. Und ich habe mir leer gemacht von L'Oreal das Wimpernserum. Das ist bestimmt das 100. das ich jetzt leer gemacht habe und habe es jetzt irgendwie lustigerweise nicht mehr gefunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal finde irgendwo. Entweder das gibt es jetzt nicht mehr oder es war ständig ausverkauft, wenn ich beim DM war. Also keine Ahnung. Ich muss mal gucken oder beim Müller vielleicht mal. Auf alle Fälle würde ich es mir nachkaufen. Würde jetzt aber auch ganz gerne das von Catrice mal ausprobieren, ob das genauso gut ist, weil das ist um einiges günstiger, soweit ich mich erinnern kann, weil das kostet schon so 10 bis 12 Euro und das von Catrice lag, ich glaube, bei 5 bis 6 Euro oder so und das ist schon fast die Hälfte oder ist die Hälfte und deswegen probiere ich das jetzt mal aus. Momentan komme ich ohne klar, aber ich merke es total, meine Wimpern sind gleich viel dünner wieder geworden, lassen sich nicht mehr so schön biegen. Also es ist echt ein richtiger Unterschied. Also ich muss sagen, das Produkt ist richtig gut bei mir und deswegen mal gucken, ob ich es mir wieder gönne, weil da sind meine Wimpern schon um einige schöner als jetzt momentan. Ja, das war's, ihr Lieben. Der Haufen ist geleert. Also Tüte, meine ich, ist leer. Ja. Das waren momentan meine Aufbrauchprodukte aufgebraucht und jetzt habe ich total dreckige Hände, weil das eben alles voll Staub ist bei mir momentan. Aber ich sag's euch, der Bau geht richtig schön voran. Wir haben jetzt die Stromleitungen gelegt, wir haben die Wände irgendwie abgekratzt vom alten Putz. Das ist eine Renovierung bei uns und ja, jetzt putzen wir alles wieder brav zu, diese ganzen aufgerissenen Löcher von den Leitungen und dann kommt irgendwann der neue Putz drauf. Aber das lassen wir zur Ausnahme mal machen, wir machen es nicht selber. Ja, das dauert alles, aber ich freue mich schon, wenn es irgendwann mal fertig ist. Vielleicht klappt es ja bis Weihnachten oder auch nächstes Jahr. Ach ja, man schiebt es immer von einem Tag zum nächsten. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr renoviert, das dauert einfach. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt mit meinem aufgebrauchten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich total über Kommentare von euch freuen, wie es euch gefallen hat. Und ja, was braucht ihr denn momentan am liebsten auf und was kauft ihr wieder nach? Würde mich mal über Tipps freuen von euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!